Um Ihre Schiebetür zu entfernen, benötigen Sie lediglich den mitgelieferten 2,5 mm Innensechskantschlüssel. Diesen stecken Sie in die Madenschraube des Führungsschlittens, welcher sich am oberen Ende der senkrechten Profile befindet. Lösen Sie die Schraube mit einer Viertel- bis halben Umdrehung, schieben Sie die Sicherung einige Zentimeter nach unten und arretieren Sie diese wieder. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite. Lösen, herunterziehen und wieder arretieren. Nun heben Sie die Tür leicht an, ziehen den unteren Teil zu sich heran und lösen das Element anschließend aus der oberen Laufschiene. Vor dem Einsetzen Ihrer Schiebetür überprüfen Sie die Laufrollen auf ihre Funktion. Bitte ölen Sie diese nicht. Führen Sie die Schiebetür in die obere Laufschiene ein und anschließend setzen Sie das Element auf der unteren ab. Testen Sie nun, ob Ihre Tür leichtgängig läuft. Wenn dies der Fall ist, greifen Sie zum mitgelieferten 2,5 mm Innensechskantschlüssel und führen Sie diesen in die Madenschraube des Führungsschlittens ein. Lösen Sie die Schraube, schieben Sie den Schlitten bis ganz nach oben, geben Sie der Sicherung 1 mm Luft und arretieren Sie die Schraube. Testen Sie nun, ob genügend Spielraum vorhanden ist. Wenn ja, lässt sich die Tür auf ganzer Breite einwandfrei verschieben. Erst jetzt wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite. Bei schwerem oder zu leichtem Lauf justieren Sie einfach etwas nach. Ihr Fliegengitter schützt Sie nun wieder effektiv vor Insekten.